Ja, hallo, wir begrüßen heute Thomas Young in unserem Online-Kongress zum Thema Wissenschaft und Spiritualität. Und der Kongress hat ja drei Teile: die Wissenschaft, die Spiritualität und die Verbindung der beiden, die wir auch wie Thomas Young in einer Herzqualität sehen. Und Thomas Young ist Herzlehrer oder er wird sich vielleicht selbst noch vorstellen und ein bisschen erklären, was sein Thema ist. Und wir wollen heute eben über dieses Herz sprechen, wo auch diese Verbindung stattfindet von Gefühl und Denken, von Körper und Seele und von dieser ganzen wunderbaren Erscheinung Mensch, ja, was es überhaupt ist. Und wir freuen uns auf eine spannende Stunde der Erörterung dieser Themen. Und herzlich willkommen, Thomas Young. Ja, stell dich mal kurz vor und führe uns mal in dein Thema ein, was dein Herzensanliegen, dein Weg des Herzens ist. Ja, ganz herzlichen Dank dafür, dass ich eingeladen werde zu diesem Kongress Wissenschaft und Spiritualität. Ich habe die große Ehre, Freude, das Privileg, seit 17 Jahren Herzarbeit zu machen. Ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund, der aber für diese Herzarbeit wenig Ausschlag hat. Ich habe Soziologie, Psychologie, Englisch studiert, habe an der Uni kurz gelehrt, mich dann selbstständig gemacht, 8 Jahre mit einer Firma, die dann verkauft, und seit 2000 biete ich diese Herzlehren an. Ich selbst bin sehr berührt worden durch einen amerikanischen Mystiker, mit dem ich 6 Jahre gearbeitet habe, Bru Joy, Dr. Bru Joy, der leider schon verstorben ist, und eine sehr weise Frau davor. Also ich habe 6 Jahre lang ein weibliches Teaching bekommen, 6 Jahre ein männliches sozusagen. Und bin dann mit dem, was ich erfahren habe, an die Öffentlichkeit getreten, um das weiterzugeben. Ich habe da Momente großer Berührtheit erfahren, von Gnade kann man sagen, Einweihung, und der Wunsch ist dann, das für andere zugänglich zu machen. Und was ist für dich oder warum glaubst du, dass das Herz, was ist welche zentrale Aufgabe hat es das Herz oder warum ist es das Herz, das uns eigentlich zum Kern führt? Was ist das Besondere am Herz, zum Denken zum Beispiel? Oder manche sagen ja, es gibt ein Bauchgehirn. Warum ist das Herz so zentral? Naja, also ich kann nur für meinen Weg antworten, und da ist es so, dass das Herz Himmel und Erde, also oben und unten, oder Eros und Logos zu Holos werden lässt, verbindet, dass die Qualitäten des Herzens, die kultiviert werden in den Mystery Schools. Ich stehe ja jetzt nicht, obwohl ich einen wissenschaftlichen Hintergrund habe, an dieser wissenschaftlichen Ecke, das Herz zu erforschen. Ich kenne das zwar, aber mir geht es mehr um die mystische Erfahrung. Und da unterscheidet man drei große Ebenen: Fokus, Ethik, differenzierende Weisheit. Bei Ethik geht es darum, dass 4 Herzqualitäten kultiviert werden. Wieder und wieder: Mitgefühl, innere angeborene Harmonie, die Kraft zu segnen und zu heilen, bedingungslose Liebe. Wenn die in einer herzzentrierten Meditation sozusagen zu deiner zweiten Natur werden, dann ist es so, wie wenn die innerzelluläre Festplatte überschrieben wird und wir dieses Zentrum in der Mitte der Brust mehr und mehr ins Schwingen bekommen, einen Zugang dazu haben. Was ich mache, ist, ich biete einen Rahmen auf kurzen Workshops, Wochenenden, und insbesondere auf einer 10-tägigen Herzeinweihung, die mir sehr am Herzen liegt, weil das so die Essenz der Arbeit darstellt, Sacred Heart. Da geht es darum, eine Referenzerfahrung zu machen. Ich glaube, also das Herz vollumfänglich in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Energie zu spüren und es eben nicht nur erklärt zu bekommen, sondern selbst das eigene Labor seiend, diese Erfahrung zu machen. Und wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, dann ist es ein großer
Unterschied zu zum Beispiel einer Diskussion über Ethik. Wenn ich Mitgefühl als Energie fühle oder sage, es ist eine tolle Idee, ich gebe meine Unterschrift dazu, dann ist das nicht das Gleiche. Und was ich mache, ist, ich stelle einen Rahmen zur Verfügung, in dem unterschiedlichste Individuen von 18 bis 90, 96 war der älteste Teilnehmer, durchbrechen können in diesen Seelenkontakt, der über das Herzzentrum möglich ist, oder auch in einen inneren Dialog mit Gott, so wie ihn oder sie, wie er oder sie ihn vielleicht versteht. Und das macht mir eine große Freude, zu sehen, wie Individuen durchbrechen in die Schönheit ihrer Seele und auch in ein anderes Miteinander finden, zumindest erstmal prototypartig in dieser Zeit der Einweihung. Möchtest du? Mega. und wie, also du hast jetzt den Begriff Ethik angesprochen. Mhm. Vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Weil eben, was ist das dann für eine Form von Ethik? Also wir haben ja in der Gesellschaft viele Diskussionen um Moral und wie man leben sollte, aber das kommt ja auch von außen. Was ist die Besonderheit von der Ethik, die durch das Herz ausgebildet wird? Oder eine Ethik, also ist es etwas Natürliches vielleicht sogar? Ja gut, das ist jetzt eine Weltfrage. Aber in diesen Mystery Schools gehen wir davon aus, dass die Kräfte des dritten Auges, also der Hellsichtigkeit, sehr kühl, kalt, neutral, auch im Sinne von übermenschlich, fast im Sinne von unmenschlich werden können. Also einen sehr erdfernen Standpunkt einnehmen. Und wenn die nicht geankert sind oder verankert sind in der bedingungslosen Liebe des Herzens oder im Mitgefühl auch anderen Menschen gegenüber, dann kann es sehr leicht zum Missbrauch kommen. Und daher erst die Verankerung im Herzzentrum, dann in den weiteren Kräften des dritten Auges oder der Heilung, was auch immer es ist. Und ich glaube, dass das unsere Grundnatur ist. Ja, aber das ist mein persönlicher Glaube, den könnte ich jetzt nicht beweisen. Mhm. Ich halte Liebe für den Urgrund des Seins, aber nicht die Liebe, die wir jetzt romantisch leben, sondern eine Form von Seinsliebe. Ich glaube, dass die Seelen aus einem Feld oder einer Dimension von Licht und Liebe gekommen sind auf diese Erde, in die ihren Tempeln, diesen Körpern Erfahrung machen dürfen. Und in dem Sinne natürlich ja. Mhm. Ja? Ja. Du hast jetzt gerade das Wort Seele benutzt. Seele ist ein bekanntes Konzept, eine bekannte Größe. Ist es das gleiche wie das Herz oder wo ist da nochmal ein Unterschied, wenn es einen gibt? Nein, das ist für mich jetzt nicht das Gleiche, aber ich glaube, dass wir über unser Herzzentrum, das, was Seele ist, also dieser unsterbliche Teil unserer Selbst, dass wir den besonders spüren können. Es geht ja eben gerade darum, dass es nicht nur ein Konzept ist. Das ist Seele, das ist Bewusstsein, das kann ich alles sortieren, ja. Ich kann es auch mental verstehen, nur kann ich das auch spüren? Kann ich diese Partizipation Mystik in mir wahrnehmen? Kann ich ein Einheitserleben haben, was mich so tief mit den mich umgebenden schöpferischen Kräften des Universums verbindet, dass kein Zweifel mehr da ist und in dem Sinne dann Ethik auch kein Fragezeichen mehr hat, weil du in deinen Zellen weißt, aus was für einer Ebene du kommst. Und es wäre dann unnatürlich, ihr zuwider zu handeln. Also es ist, ist dann natürlich, mitfühlend zu sein, friedvoll zu sein, bedingungslos liebend zu sein. Und jedes Mal, wenn du rausfällst, merkst du das sofort, du nimmst es wahr und gehst dann wieder rein. Im Gegensatz zu, du hältst es für natürlich, dich competitive, wettbewerbsorientiert zu verhalten und dabei vielleicht die Erde so langsam ihrem Untergang entgegenzuführen. Es ist ja dieser klassische Widerspruch
zwischen Denken und Fühlen auch, oder?